So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Final Fantasy Type Zero. Wir waren hier in der letzten Folge dabei, ein bisschen die APs zu verteilen. King als Nahkämpfer natürlich wieder Tempo. Ladung Stufe 1. Die müssen wir, glaube ich. Ah, nee. Stopp mal, das ist King eher Fernkämpfer, so rum. Mit seinem Revolver. Kraftschuss, Ladung Stufe 1, das heißt, wenn wir die Taste gedrückt halten, wird es ein An also ein stärkerer Angriff. Dann Queen, die Heilerin, also eigentlich so mehr diese Richtung Heiler, hat keine AP mehr. Dann Jack war der mit dem Katana, Nahkämpfer. Neue Fähigkeiten freigeschalten. Können wir uns nicht mehr leisten. Nein, ist ja der Speerkämpfer. Und das war der, der den Sprung konnte, genau. Und deswegen, ach ne, haben wir ja auch schon verteilt. Dann das ist Fäustling, also er ist Faustkämpfer, so wie Snow in Final Fantasy 13. Jetzt machen wir hier das. Und ich weiß nicht, sollte man die Konterattacke vielleicht gegen, ja, wir machen das gegen die Eisbombe ersetzen. Hä? Macht er das automatisch? Achso, wenn man zum richtigen Zeitpunkt Viereck drückt, dann nach einem Sturz im Körper. Ja, okay, man macht die automatisch. Seven. Fesselhieb Bonus. Die hat ja gleich 10 AP. Und Elementarpeitsche geht jetzt nicht mehr. Ja, ist ja noch nicht schlimm. Aber wir kriegen ja noch mehr im Laufe des Spiels. So, jetzt die Doppelkombo würde ich sagen, ja. Dann natürlich Tempo, weil Sense ist anscheinend auch wieder ein Nahkampf mit einer etwas schwereren Waffe. Das heißt, Tempo ist da echt ein Vorteil. So, Dunkelwolkenkosten, die reduzieren wir, damit man die Attacke einsetzen kann, ohne großartig MP und Attackenbalken zu verbrauchen. So, hier bei ihr, ja, Ladungsangriff. Den ersetzen, ne, den brauchen wir auch nicht zu ersetzen, den können wir einfach so machen. Und wir machen hier gleich die Stufe 2. So, dann hätten wir noch Kater. Das ist hier halt auch so eine Geschichte, wie bei der 13 mit diesen Manipulatoren und sowas alles. Was machen wir noch? Die Kosten nach unten. Und dann hätten wir das schon. Trail. Ja, Pfeilregen. Kosten nach unten setzen. Damit wir nicht so viel MP verbrauchen und diese Attacken halt öfters einsetzen können. Und hier oben bin ich schon durch. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. Oh, Nahkampf. Heilsatz haben wir schon, dann mache ich hier noch schnell den Nahkampf. Und dann begeben wir uns Richtung Kommandozentrale. Ich speichere noch mal kurz ab, damit die Sachen, die wir jetzt gemacht haben, auch gespeichert sind. So. Ja. So, jetzt habe ich hier Seven als spielbaren Charakter. Man kann halt, wie gesagt, an diesen Steinen diese Charaktere wechseln. Je nachdem, wen man gerne haben möchte, kann man sich das aussuchen. Wir haben 6 Stunden Zeit. Noch. Hast du den Kommandanten inzwischen getroffen? Sehr gut, damit bist du offiziell registriert. Dann lass mich dir die Akademie zeigen. Das ist dieses Magieportal. Da kann man halt von der Haupthalle in Salon, Gemeinschaftsraum, Terrasse, Rüstungslabor, Magiefakultät und die Chocobo-Stallung. So, wir sollen jetzt zur Magiefakultät, sobald wir Zeit haben. Wir haben ja Zeit. Und da oben ist die Tür zur Kommandozentrale. Dann geht es da in die Richtung zum Kristarium. Alles, was du zum Lernen brauchst, findest du dort. Gleich nach dem Reinkommen stolperst du quasi über die Annalen des Feuervogels. Eine sehr beeindruckende Sammlung von Aufzeichnungen über Orions. Ich hatte letztens Orions gesagt, da hat meine Frau gesagt, und Orions. Das sind hier schwarze Kekse. Und da habe ich gesagt, ja, kann passieren, ne?
Die kriege aber auch Hinweise zum Leben in der Akademie, dass man das mal ein bisschen verwechselt. Orions und Orions, nein, ist egal. Kleine Schleichwerbung. So. Und wir gehen jetzt, wo gehen wir denn hin? In die Magiefakultät, würde ich sagen. Da reisen wir jetzt erstmal hin. Magiefakultät, weil da sollten wir auch hin. Mal gucken, ob dann die Missionszeit etwas verringert wird, dass wir dann vielleicht schon die erste Mission machen können. Magiefakultät, wir sind schon da. Mensch, das ging aber fix. Ja, und zwar haben wir jetzt hier eine Information. Kadetten haben normalerweise keinen Zutritt zur Magiefakultät, aber Mutter hat der Klasse, also der Class Zero, ein Sondererlaubnis erteilt. Ihr könnt kommen und gehen, wie es euch beliebt. Das ist gut, dass wir das wissen. Hier ist eine Info, aber ich glaube nicht, dass der was zu verkaufen hat. Die Spezialorders, die SO, unterliegen meiner persönlichen Aufsicht. SO sind ein von Mutter entwickeltes System, um die Entwicklung eurer Fähigkeiten voranzutreiben. Ich brauche jedoch deine Zustimmung, bevor ich die Class Zero für dieses System autorisieren kann. Es hat nämlich einen kleinen Haken. Könnt ihr einen der euch im Rahmen einer Mission aufgegebenen SOs nicht erfüllen, erwartet euch der Tod. Das klingt echt interessant, das werden wir auch gleich machen. Auch wenn Frau Doktor sicher ist, also Mutter, dass diese Herausforderung des geeigneten Trainings für die Class Zero darstellt, hat sie Verständnis dafür, wenn euch das Risiko zu hoch ist. Die Entscheidung liegt also ganz bei uns. So, hier steht jetzt da, die SOs können wir mit der mittleren Touch-Dingens da aufrufen, um die anzunehmen oder abzulehnen. Und wenn wir die geschafft haben, können wir dann nochmal draufdrücken und kriegen halt unsere Belohnung. So, wir aktivieren das Ganze, damit das Ganze hier noch ein bisschen spannender wird. Mal gucken, wie oft ich sterbe. Ich wusste es, umsonst bist du nicht in der Class Zero. Ich habe ebenso hohe Erwartungen wie Mutter an euch. So, hast du dich schon ein wenig an das Leben in der Akademie gewöhnt? Ich möchte dir noch etwas mit auf den Weg geben. Ja, sicher. Du erinnerst dich, dass die Kristallmanipulatoren des Imperiums nur auf euch 12 keine Wirkung hatten. Ja. Er fragt euch doch sicher, warum. Nun, die Kristallmanipulatoren unterdrücken die Macht des Rotkristalls, eure Magie hingegen entspringt einer ganz anderen Quelle. Welcher? Also wirklich der Liebe eurer Mutter natürlich. Scherz beiseite, ihr müsst euch auch in Zukunft keine Sorgen um die Kristallmanipulatoren machen. Mich würde mal an der Stelle interessieren, wo die diese Magie herkriegen. Sie können euch nichts anhaben, ihr seid etwas ganz Besonderes, glaubt an euch und macht eure Mutter stolz. Wer weiß, aus welchem Zuchtprogramm diese ganze Klasse entstanden ist. So, wir haben jetzt nur noch 4 Stunden und haben 2 Gegenstände noch erhalten. Das heißt, dieses Gespräch hat uns jetzt 2 Stunden gedauert, also ganz schön lange. Und wir gehen zurück zur Haupthalle. Und ich werde dann ganz schnell noch mal was Schönes. Ja, wir gehen jetzt hier rein und gehen mal in die Chocobo-Stallung. Wow. Mutter, oh Mutter. Mich würde es echt interessieren, wo die ihre Magie herbeziehen. Die anderen halt irgendwie aus den Kristallen, aber die sind so Class Zero-mäßig, so total angehaucht. So, wir haben hier 2 kleine, dicke, fette Schokobo-Küken und ein Fragezeichen. Sieh an, ein neues Gesicht. Ist das der erste Besuch der Schokobo-Stallung? Ja. Eins sage ich dir vorweg: keiner hier tut mehr was. Keiner hier tut mehr fürs Ubrum, oh, als die Chocobos. Die tragen unsere Soldaten auf ihren Rücken nicht nur quer über die Schlachtfelder, sondern durch ganz Orients. Du scheinst dich sehr für Chocobos zu interessieren, dann nimm doch gleich mal diesen hier an. Du wirst schon merken, was unerlässlich sie sind. Wir haben 2 Chocobos erhalten, und zwar einen Stufe 10er Chocobo männlich und einen Schokobo ist Stufe 10 weiblich. Weißt du was? Das hier gebe ich dir auch noch. Damit sind die Zuchterfolge garantiert. 3 Büschel Gisal-Kraut haben wir erhalten. Und jetzt fragt sich jeder vielleicht von euch, der das Spiel nicht kennt, wie
Schokobus züchten? Ja, man kann hier Schokobus züchten. Durch verschiedene Art und Weisen, wie man die füttert mit diversen Kräutern, kommt eine ganz andere Art Schokobo raus. Das zeige ich auch gleich nochmal. Und wir gehen mal ganz kurz in die, also an die Info und nehmen mal kurz eine Reitstunde. Juhu, so, wir reiten hier einmal im Block. So, geht ganz gut. Funktioniert sauber. So, bei der, was waren das? 10, glaube ich, gab es jetzt Schokobo-Rennen. So, das war auch eine lustige Geschichte. Aber hier kann man wirklich mit diesen Schokobos überall hinreiten. So, wer ist das denn? Wer steht denn hier? Ist What do das you want? King? Ah, ne, das ist Ace. Ace mag Schokobos. Ich habe das Gefühl, er hat ein Gespräch schon mal mit jemandem geführt. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Ja, mit seinem Kumpel, der da leider auf dem Schlachtfeld gestorben ist. Jetzt gehen wir hier mal dran. Und hier züchten wir Schokobos, aber die Trau. Was? Aber dir traue ich die Zucht noch nicht richtig zu. Komm doch später wieder. Okay, wir können noch nicht züchten, wir haben aber schon zwei. Das heißt, ich glaube, es geht erst nach der ersten Mission. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr ganz genau. Wir haben aber jedenfalls schon mal zwei, auf denen können wir reiten. So, wir haben noch 4 Stunden Zeit. Ich glaube, wir gehen nochmal zum Klassenzimmer und lassen uns von Mokri noch was erklären. Und nehmen erstmal eine Unterrichtsstunde. So, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht. Ja. Nee, es geht noch nicht. Also er hat hier uns zwar gerade erklärt, dass er uns die Befehle weitergeleitet hat über das Kommen, also das Kommunikationsgerät. Aber puh, die klingen für mich alle gleich. Wenn ich hier unten mal einen anquatsche, ich weiß nicht, wo man dann den Unterschied sieht. Mokri der Klasse 8. Eigentlich hat jeder auch seine Kennungsmarke immer bei sich zu tragen. Aber im Falle der Kadetten übernimmt die Akademie die Verwaltung. Wusstest du das, Kupo? So, es gibt jedenfalls mehrere Kupus, die rennen Kupos. Also, ach, Kupus sag ich schon. Mann, Mokris. Es gibt hier mehrere Mokris, die hier überall in der Akademie verteilt sind. Und wenn man mit diesen spricht, kriegt man dann irgendwann auch mal ein schönes Item. So, wir gehen jetzt ganz kurz hier mal in die Kommandozentrale und lassen uns das mal erklären von den Leuten, die da drin stehen. Kommandozentrale, 2. Strategiesektor. Hier sieht man noch einen, Mokri. Den quatschen wir auch gleich mal an. Du bist aus der Klasse, nehme ich an. Ich bin der Mokri der Klasse 2. Ich hoffe, ihr werdet den der nächsten Mission nicht. Was? Ihr werdet in der nächsten Mission nicht enttäuschen, Kupo. So, ja, wir haben jetzt schon wieder 2 Fragezeichen. Du befindest dich in der Kommandozentrale 2 Strategiesektor. Alle Informationen zu euren Einsätzen betreffen werden hier gesammelt, okay? Und was sagt die? Es ist keine Schande, sich Schwäche einzugestehen, soll der Einsatz aussichtslos erscheinen, ist es durchaus ratsam, eine Strategie zu überdenken. Den Schwierigkeitsgrad anzupassen, kann zum Beispiel eine sichere Niederlage in einen Sieg verwandeln. Hier steht es nochmal, wir können jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern in einfach, normal, schwer. So. Es ist keine Schande, Unterstützung aus der Akademie in Anspruch zu nehmen, wenn der Gegner zu stark ist. Es zählt schließlich nur, dass wir diesen Krieg gewinnen. So, Verstärkung aus der Akademie. Mit Optionen können wir halt Einsätze, beziehungsweise Verstärkung einsetzen aus der Akademie. Und Verstärkungskräfte, dafür bekommt man Verstärkungspunkte, um die gegen diverse Gegenstände einzutauschen. Und zwar geht das bei ihm hier. Die Kadetten der Class Zero wurden offiziell für das Verstärkungssystem, kurz VS, registriert. Durch die Aktivierung dieses Systems könnt ihr Verstärkungspunkte, sogenannte VPs, sammeln und euren VS-Rang steigern. So, das Verstärkungssystem, VS-Rang, Verstärkung aus der Akademie.
Dafür gibt es halt Verstärkungspunkte und die kann man halt in besondere Magie oder Accessoires eintauschen, wenn wir die brauchen. Deine Verstärkungspunkte kannst du hier für Gegenstände eintauschen. Das ist sozusagen der VP, also Verstärkungspunkte Fachhandel. Hast du die VPs verdient? Wir haben noch keine. Aber hier könnte man jetzt, ach, das war falsch, hier könnte man jetzt diverse Sachen kaufen, die man mit VPs halt handeln kann und Verstärkungspunkte halt handeln kann. Und man kann dann später auch noch andere Sachen freischalten. Jetzt gehe ich mal kurz hier rüber. Aus erfolgreichen Missionen kann man viel lernen, verbessern kann man sich immer. So, hier steht, die zwei erfolgreiche abgeschlossene Missionen können erneut durchgespielt werden. Unabhängig vom Spielstand ist der aktive Charakter frei wählbar. Die Missionen können über ein Startmenü gewählt werden. Gegenstände und EP, die man auf dieser Weise erhält, werden dem verwendeten Speicherstand hinzugefügt. Das heißt, wenn wir jetzt eine neue Mission machen oder beziehungsweise eine alte Mission nochmal machen, kriegen wir die ganzen Gegenstände auf unseren Speicherstand, auf unseren Spielstand. Wenn wir jetzt zum Beispiel vorher die Mission mit B abgeschlossen haben und schließen die jetzt mit S ab, kriegen wir natürlich ein besseres Item und das kriegen wir dann halt auf unseren Speicherstand gut geschrieben. So, jetzt gehen wir hier hin. Du bist aus der Class Zero. Mein Name ist Tachinami. Ich unterstütze euch in der Mission zur Rückeroberung Rubrums. Zu den Missionen zur Rückeroberung Rubrumsgebietes. Was? Habt ihr alle Vorbereitungen für eure nächsten Einsatz getroffen? Wenn ihr soweit seid, gebt mir Bescheid. Ich werde veranlassen, dass ihr euch sofort auf den Weg machen könnt. Das werden wir jetzt auch machen, weil wir haben ja nichts Großartiges weiter. Ich könnte zu bald noch mit euch die ganze Akademie durchgehen, aber das müssen wir irgendwann sowieso und deswegen lasse ich das jetzt. Und wir nehmen jetzt die Mission direkt an. So, Zeit bis zur Mission überspringen. Jetzt haben wir genau den Missionstag und jetzt ertönt ein lustiges Geräusch und zwar eine Sirene, so nach dem Motto: Achtung, Achtung. I Nach have a dieser special message on my comm. Sequenz. Special message? Yes. It appears that the Moogle is calling us all to a meeting. So let's go back to the classroom and ask the Moogle what it's about. Yes. And what's a comm again? Oh, it was the name of the communicator that was issued to us. Crystal Oriented Messaging Media. Is what the letters in COM stand for, or so I'm told. Uiuiui, wir haben hier eine Klugscheißerin in der Klasse, die wird gleich gemobbt, würde ich sagen. So, wir sind hier und sollen aber zum Klassenraum. Es ist der Einsatztag. Und jetzt hört man noch diese Sirene im Hintergrund. So, nach dem Motto, jetzt passiert was. Du musst los, die Uhr rennt. So, dann gehen wir schnell mal zum Klassenraum und da speichere ich dann erstmal ab und beende die Folge, weil danach kommt mit Sicherheit wieder bla 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 und deswegen ich will die Folgen nicht allzu lang machen, das bringt nichts. So, und jetzt überschreiben wir das Ganze, gucken noch mal kurz in die Ausrüstung. Nee, Ausrüstung nicht, Aufstellung auch nicht. Wo ist es denn? Aufwertung, hier. Fähigkeiten, wir haben, glaube ich, doch. Hier haben wir noch ein paar Punkte. Ah, okay, das waren die Übergelassenen. Aber momentan haben wir halt nichts gekriegt. So, für die Statuswerte fehlt mir noch der erforderliche Gegenstand. Und dann würde ich sagen, wir beenden jetzt an der Stelle die Folge. Ach, okay, Status, Fähigkeiten und Espa-Aufwertung. Okay, das ist halt für Statusaufwertung und dann später noch für Espa. Mal gucken, welche es hier gibt und wie viele wir bekommen. Jedenfalls beende ich jetzt die Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, von dem Spiel haltet. Ob ihr noch irgendwas erklärt haben möchtet zu älteren Videos oder irgendwas in der Art. Also lasst euch da was einfallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Channel, damit ihr immer die aktuellsten Folgen bekommt.
Weil ich versuche auch hier ein paar Tipps und Tricks zu geben, damit ihr auch beim Spiel vielleicht irgendwo, wenn es hakt oder hängt oder so, weiterkommt. So, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich sage jetzt auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.